Pizza ist das beliebteste Fastfood-Produkt der Deutschen. Doch angeblich macht sie dick. Die Frage ist halt, wen juckt. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Packungsbeilage und lesen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und damit, was geht ab, Sportsfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen kaloriengeladenen Video. Wir werden heute das Killerschwein in die Schranken weisen und ihm zeigen, dass wir mehr Pizzen verdrücken können. Das Killerschwein. Also eigentlich nur ich, nicht wir. Ihr schaut schön zu. Ivani hat nämlich ein Video dazu hochgeladen. Ich habe darauf im Livestream reagiert. Wenn auf die Reaction 2000 Daumen nach oben kommen, dann werde ich ein Battle machen und hier mehr Pizzen essen als er. Ich konnte auch nicht an, dass innerhalb von 3 Wochen 5000 Daumen darauf haut. Ein Mann, ein Wort. Ihr kennt mich, keine Ausreden. Wir ziehen durch. Und ich werde halt gucken, wie viel Pizzen ich in 24 Stunden essen kann und ob ich mehr schaffe als er. Ivanio hat klare Regeln gesagt. Regeln! Ich habe 24 Stunden Zeit. Es müssen unterschiedliche Pizzenmarken sein. Aber zum Beispiel 10.000 Mal die Restaurante-Pizza holen. Und falls ihr diese Challenge gegen mich machen wollt, dann müsst ihr halt genau dieselben Pizzen nachessen. Er hat sein Video mit der Tonno-Pizza von Gustavo Gusto begonnen. Davon hat er nur die Hälfte gegessen. 2 Pizzen später hat er wieder nur halbe gegessen. Also ich beginne jetzt einmal mit einer ganzen, um mir diese halben Pizzen zu sparen. Dass ich glaube, dass ich mehr schaffe, brauche ich glaube ich nicht sagen. Falls ihr den Kanal, so wie die meisten von euch, noch nicht abonniert habt, abonniert ihn. Denn nächsten Monat im Oktober kommt die 20.000 Kalorien-Challenge und die wollt ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Die aktuelle Uhrzeit bei der Challenge ist 13.41 Uhr, Mittwoch 22. September. Und Eric the Electric macht das auch mal so, das finde ich ganz gut. Wir starten den Timer und es geht los. Ab jetzt 24 Stunden. Ich glaube, die erste Pizza wird noch vom Geschmack her die beste sein. Was soll man sagen? Perfekter Start. Das ist meine Lieblingstiefkühlpizza. Ich glaube, die wird ratzfatz weggeatmet. Let's go. Die Pizza ging sowas von kinderleicht rein. Geil geschmeckt hat sie auch. Ich viertel meine Pizzen immer gern. Alles drunter ist zu wenig, alles drüber ist zu viel. Viertel ist perfekt, dann klappt man das Ganze ein. Und ratzfatz ist es weg. Die Capital Bra Thunfischpizza ist die nächste, die auf der Liste steht. Ich bereite die ganz kurz zu und in der Zwischenzeit würde mich mal interessieren, was Ivanio denkt, wie ich mich heute schlagen werde. Julian, wir wissen doch beide, mehr Pizzen als ich, sorry, das wird nichts. Du bist nicht schlecht, deine Glatze strahlt und Kalorien kannst du ordentlich essen, aber Pizzen ist eine ganz andere Liga, dafür musst du wirklich ein Fettsack sein. Und du und Cymex hier, nee, wirklich. Na, du traust dich ja was, mein Lieber. Da liegt es wohl an mir, dir in diesem Video das Gegenteil zu beweisen. Wie dem auch sei, sind wir jetzt hier bei der Capital Bra Pizza. Ich liebe diese Leute, die eine gewisse Sache sagen, aber andere Sachen machen. Ich weiß auch nicht, was es mir dabei gedacht habe. Ich glaube, die hat 1200 Kalorien. Was bei der anders ist, die hat so eine Creme drüber anstatt einem richtigen Käse. Boah, merkt, dass da ordentlich Fett dahinter ist. Also da muss ich sagen, Ivanio, Respekt, dass du die bei deiner Challenge gegessen hast und nicht irgendwie so halbe Sachen gemacht hast, sondern wirklich richtig gegönnt. 8 Pizzen gilt es zu schlagen. Mal schauen, ob wir das schaffen. Ich weiß, dass viele Leute diese Capital Bra Pizzen feiern. Hier ist so gut wie überhaupt kein Thunfisch drauf. Keine Ausreden, es muss nicht schmecken. Ich muss einfach nur mehr Pizzen essen. Wir sind jetzt übrigens 46 Minuten in der Challenge drin. Let's go! Alter Verwalter, ich sag's euch Leute, diese Pizza, ich feier die 0,0. Es ist 14.43 Uhr und wir sind jetzt ziemlich genau 1 Stunde in der Challenge. Wenn wir also in diesem Tempo weitermachen, haben wir am Ende der Challenge 48 Pizzen gegessen. Das ist das Ziel. 48 Pizzen werden es bestimmt nicht, weil mir die zweite Pizza schon echt übel im Magen liegt. Es gibt so ein paar Sachen, die ich bei so Challenges immer mache. Eine Sache ist immer bewegen. Deswegen erstmal raus, spazieren, Gassi gehen mit den Hunden, Schritte sammeln. Nach dem Gassi gehen ist vor der Pizza. Deswegen Käffchen für schnellere Pizzaverdauung und mehr Pizzen, die reingehen. Beziehungsweise wieder rausgehen. Nach 12 Millionen Käffchen später ist die Hamsterbacke angekommen bei Domino's. Hier finden nämlich die nächsten Pizzen statt, die Ivanio sich ausgesucht hat. Ich würde mir nie im Leben sowas bestellen. Wirklich never. Eine Hotdog-Pizza und eine Sucuk-Pizza. Pizza Nummer 3, Pizza Nummer 4. Es ist glatt 18 Uhr und wir sind jetzt 4 Stunden 18 in der Challenge drin. Ich muss sagen, mittlerweile geht es wieder ein bisschen verdaut, Kaugummi gekaut und Ivanio seiner Kalorien beraubt. Ich weiß nicht, ob ihr es glaubt, mit dieser Pizza wird mein Vorsprung erbaut. Oh! Auf Ivanio schmatzen, man kennt's. Schmeckt halt Real Talk wie ein Hotdog. So scheiße schmeckt die gar nicht. Das fand ich so krass mit der Challenge. Es ist gar nicht so leicht, ihn zu schlagen, weil er sich halt so richtige Pizzen rausgesucht hat. Und nicht so Piccolinis oder irgendwie sowas. Schmeckt Hotdog, ordentlich Kalorien. Wir haben auch jetzt schon über 2000 Kalorien drin. Die nächste Pizza, Digga, die trieft vor Fett. I'm not a big fan of Sucuk. For Sucuk ist mein Mucuk. Ich esse die. Scheiße, ich muss ja beide essen. Okay, wir essen beide. Aber die schmeckt wirklich absolut lame. Also wirklich so richtig lame. Die schmeckt wie eine Salami-Pizza für Arme. Okay, Digga, alle Türken chillen mal euer Leben, okay? Sucuk ist geil. Ich hab nichts gesagt, es war nur ein Witz. Egal, scheiß drauf, Digga. Der letzte Bissen der Hotdog-Pizza. Ich weiß nicht, wie Ivanio es schaffen konnte, so viel zu essen in diesem Video. Vielleicht sind Pizzen auch so ein bisschen meine Schwäche, weil ich lieber Burger mag als Pizza. Aber keine Ausreden, ihr wisst Bescheid. Es tut mir
mir leid, für alle Türken, die Pizza schmeckt scheiße. Ich sag's und es tut mir leid, es schmeckt scheiße. Das Fett, es tropft einfach nur runter. Und die ist salzig ohne Ende. Wir sind gut 5 Stunden drin. Die 4. Pizza wurde verdrückt. Ich sag's wie es ist. Ich fühle mich, als würde dieser Schmelzkäse aus meinen Poren rauskommen. Und ehe ich mich versehen habe, war ich auch schon wieder zu Hause. Aber nicht mit leeren Händen, sondern ich pokere sehr hoch. Evanio hat gemeint, man soll die gleichen Pizzen 1:1 essen wie er. Und falls ihr diese Challenge gegen mich machen wollt, dann müsst ihr halt genau dieselben Pizzen nachessen. Das mache ich natürlich auch. Mein Ziel ist es natürlich, mehr Pizzen zu essen als er. Und ich wäre nicht der König der Kalorien-Challenges, wenn ich das nicht auch schaffen würde. Deswegen werde ich jetzt schon mal eine Pizza essen, die er noch nicht gegessen hat. Die anderen esse ich sowieso noch. Und das verstehe ich nicht, wieso sich Evanio nicht so etwas geholt hat. Zieht ihr mal das rein. Einfach eine Nutella-Pizza. Das ist halt einfach so eine Abwechslung zu diesem ganzen salzigen. Von der Größe her ist die auch top und die schaut einfach nur wunderschön aus. Hier schön einmal rüberfahren, den Test machen. Ja, es ist Evanios. Jedes Mal, wenn ich in einem YouTube-Video diese Pizza zeige, fragt ihr mich, wo ich die her habe. So heißt der Laden und der liegt im Norden von München. Und ich würde sagen, davon probieren wir mal. So schön weich. Das Besondere an der Pizza ist, dass der Teig so richtig schön weich ist. Hiermit habe ich eine weitere Pizza auf dem Konto. Und wir haben aktuell 20.48 Uhr. Die Challenge läuft seit 7 Stunden 16. Wer von euch Bock hat, diesen Wallpaper zu bekommen, einfach mir auf Instagram schreiben, folgen, DM. Ich schicke euch das Ganze in guter Qualität. Guten Appetit. So, die Nutella-Pizza ist verdrückt und ich habe mich auch wieder direkt rausbegeben an die frische Luft. Denn es müssen natürlich Schritte gemacht werden, Kalorien verbrannt, damit ich auch wieder mehr essen kann. Die zwei Kleinen freuen sich auch extrem. Und was viele nicht wissen, ich habe jahrelang daran getüftelt, wie man aus Menschen die pure Wahrheit rausbekommt. Und die Lösung war ganz einfach. Man muss Menschen nur etwas schenken, was sie lieben. Wir glauben, sie zu kennen. Aber Schweine stecken voller Überraschung. Der Hamster ist einzig wahre Kalorienkönig. Und wir wissen beide, dass daran nichts vorbeiführt. Und jetzt küss mich. Und da habt ihr es auch aus seinem Mund gehört. Was nicht aus seinem Mund kam, aber in seinen Mund reinging, ist diese Pizza hier. Eine Pizza Tonno Ristorante. Die schaut wirklich alles andere als nice aus. Mittlerweile gibt es echt geile Tiefkühlpizzen. Und wer heutzutage sowas noch bestellt, einfach Kontrolle übers Leben verloren, Bruder. Ach komm. Also das ist für jeden Italiener eine Beleidigung. Aktuell ist es 1.44 Uhr. Wir sind sogar ziemlich genau bei der Halbzeit. Ich verrate euch jetzt mal ein Geheimnis, was viele von euch noch nicht wussten. In diesem Raum, dem sogenannten Hamsterbau, kann ich doppelt so viel Kalorien essen wie außerhalb dieses Raums. Hier ist eine ganz magische Schwingung. Unter anderem hat damit auch mein Gaming-PC zu tun. Und so ein schön bequemer Sessel wie der hier. Da kann man Kalorien einfach so essen, ohne dass man es merkt. Glaubt mir oder glaubt mir nicht. Ich würde euch niemals anlügen. So, Freunde, ich habe jetzt hier gerade das letzte Stück Pizza. Einfach meine 6. Pizza heute an einem Tag. Diese Pizza war einfach der absolute Ungenuss. Ich weiß auch gar nicht ganz genau, was ich jetzt noch machen soll. Ob ich noch eine 7. Pizza essen soll, bevor ich ins Bett gehe? Ich glaube, ich gehe ins Bett. Wir sehen uns morgen wieder in gewohnter Frische und dann hoffe ich, dass ich noch die nötigen Pizzen reinbekomme in der Restzeit, um Evanio zu schlagen. Leute, wir haben ein Problem. Ich wollte eigentlich nur 4-5 Stunden schlafen, aber ich habe im Schlaf den Wecker ausgemacht. Oh, ich weiß auch nicht, warum ich mir nur einen einzigen Wecker gestellt habe, Alter. Ich brauche mittlerweile echt immer ganz viele Wecker, um wach zu werden. Wir haben es mittlerweile schon 9.16 Uhr und wir haben schon über 19,5 Stunden rum. Das heißt, ich habe noch 4,5 Stunden Zeit. Der Ofen heizt vor, die nächste Pizza muss rein. Ich muss jetzt in gut 4 Stunden noch Minimum 3 Pizzen essen, damit ich Evanio geschlagen habe. Und da bin ich, der Schweinsteiger unter den Kalorienspielern, Freunde, ihr wisst Bescheid. Hier ist die Pizza, als nächstes steht eine ofenfrische Salami-Pizza an. Digga, was war das gerade für ein Voice-Crack? Und ich habe mir etwas ganz Spezielles überlegt, wie ich es jetzt schaffe, noch möglichst viele Pizzen zu essen. Jeder, der mich vielleicht ein bisschen genauer kennt, weiß, dass ich so gewisse Strategien habe, um mehr essen zu können. Eine davon ist zum Beispiel Kaffee trinken, weil das wach macht und unter anderem die Verdauung auch ein bisschen fördert. Die andere Möglichkeit ist Sport zu machen, wenn man dann einfach Kalorien verbrennt und dann auch wieder mehr essen kann. Und dann habe ich mir gedacht, warum mache ich das beides nicht gleichzeitig und dabei auch noch essen? Und was ihr euch wahrscheinlich gedacht habt, ist, warum steht da hinten eigentlich eine MyProtein-Packung? Und ich weiß nicht, ob ihr es schon hören könnt. Gut zugehört, ihr Schlawiner. Ab heute gibt's bei MyProtein 40% Rabatt auf alles mit dem Code Franklin. Schlagt also zu, bevor bei euch zugeschlagen wird. Wir beginnen den Tag mit dieser wunderschönen Pizza hier. Immer noch besser als die Restaurante. Ich kann Pizza nicht mehr sehen. Dieser Geschmack und dieser Geruch.
In diesem Sinne, Workout und Essen plus Käffchen. Oh mein Gott, wir haben nur noch 3,5 Stunden. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all. Wir sind letzten Stück Pizza angekommen. Sagen. Somit ist die 7. Pizza auch weggedrückt. So, ich bin jetzt zur nächsten Pizza gefahren und ich muss ganz ehrlich sagen, oh, ich gehe immer langsamer. Schließ doch mal schneller. Ich schaff's immer schwieriger. Alter, du bist so lahm. Das ist alles, was du kannst. Okay, ist ja gut. Ich beeil mich ja schon. Bin auch schon angekommen bei Corle Pizza. Und hier hat sich Evanio die nächsten 2 Pizzen geholt. 2 Sachen, auf die ich eigentlich nicht so Bock habe. Hier haben wir jetzt eine Barbecue- und Bacon-Pizza. Schön gefittelt. Aber ich muss dazu sagen, ich bin halt null ein Freund von Bacon. Und ich weiß, dass das Evanio richtig triggern würde. So weicher Bacon. Digga, die ist gar nicht mal so schlecht gemacht. Ja, das ist meine 8. Pizza. Ich habe halt echt keinen Hunger mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich so Bock habe, gegen Evanio zu gewinnen und das Ding jetzt hier. Das ist doch eigentlich auch egal, ob ich das jetzt mache oder nicht. Noch 2-3 Monate und du bist dein Titel los. Das lasse ich auf jeden Fall nicht auf mir sitzen. Die Pizza wird reingespachtelt, koste es, was es wolle. Die Nummer 8 muss fallen, dann sind wir im Gleichstand mit Evanio. Die Kamera hat gerade irgendwie das letzte Stück Pizza nicht gefilmt. Ich habe es auf jeden Fall aufgegessen. Und mit dieser Pizza ziehe ich mit Evanio gleich auf 8 Pizzen. Das ist eine Ehre. Das war's. Ich schnell wieder einsammeln, bevor irgendwelche Grünen wieder kommen. Nee, Spaß, Digga. Ihr könnt wählen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr geht wählen. Der Sonntag, an dem das Video online kommt, sind Bundestagswahlen. Ich habe meine Stimme schon abgegeben. Ich bin nämlich gerade auf einem Event von Gymshark in Köln und habe schon per Briefwahl gestimmt. Wenn ihr noch nicht wisst, wofür ihr stimmen sollt, dann stimmt für die Hamsterpartei. Bei der bin ich Parteivorsitzender. Und wir setzen uns ein für die 3 Hamsterstatuten, dass weltweit bei allen Kalorien-Challenges Zeitraffer gezeigt werden, Uhrzeit gezeigt wird und Flüssigkalorien nicht zählen. Wir haben noch knapp 2 Stunden Zeit. Stimmt das wirklich? Wir haben mittlerweile 11.54 Uhr und die Challenge läuft seit gut 22 Stunden. Ich brauche ganz kurz eine Verdauungspause und dann muss diese Pizza rein. Ich bin bei uns im Garten und diese Pizza steht mir bevor. Wir haben noch 50 Minuten Zeit. Ich muss Gas geben. Beef und Onion heißt, glaube ich, die Pizza. Geschmacklich ist die richtig scheiße, Alter. Die 9. Pizza in 24 Stunden. Ich kann es wirklich nicht mehr sehen, nicht mehr riechen. Andere Leute auf der Welt können das auch nicht sehen und riechen. Liegt immer nicht daran, dass sie davon so viele essen, sondern weil sie gar keine essen können. Ihr wisst Bescheid, bei jeder Food Challenge geht auch eine Spende an die Welthungerhilfe. Und wer noch was in Moneypool reinhauen möchte, wir sammeln noch Geld für die nächste Kalorien Challenge. Schaut da gerne vorbei. Wir sind im Finale des Battles. Wer schafft mehr Pizzen in 24 Stunden. Ihr müsst euch kein Geheimnis draus machen, Digga. Die Pizza schmeckt 0,0 mehr. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich esse den Rand eigentlich nie mit bei einer Pizza. Und den muss ich ja mitessen, sonst habe ich nicht die ganze Pizza gegessen. Smart Head. Evanio, ich mach dich fertig. Gerade verschluckt. Ich war gerade so kurz davor, es wieder auszukotzen. Hey, Vanio, kannst du mir noch irgendwas Motivierendes sagen fürs Ende? Wir wissen, dass das Schwein nicht der Hamster ist, diesen aber disst, denn er ist nur Mist. Danke dafür, mein Lieber. Wir sind beim letzten Bissen angekommen, Sportsfreunde. Oh mein Gott! Monte, was habe ich genommen? Ehre genommen, Leben. Genau. Und nach 23,5 Stunden, also um 13.30 Uhr, habe ich es dann auch geschafft, 9 Pizzen zu verdrücken, also eine Pizza mehr als Evanio. Bin ganz ehrlich, da wäre natürlich noch ein bisschen was gegangen, aber ich muss ja hier nicht 14, 15 Pizzen verdrücken, sondern einfach nur eine mehr als Evanio. Wenn ihr sehen möchtet, was wirklich maximal bei mir geht, dann abonniert den Kanal, denn die 20.000 Kalorien Challenge wird im Oktober folgen. Ich muss dennoch sagen, dass ich hier mit dem Kalorientraining auf Madeira mit Evanio einen kleinen Padawan angezüchtet habe, der in gefährliche Fußstapfen tritt. Das ist wie bei Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker. Ich hoffe nur, dass die Geschichte am Ende für mich besser ausgeht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen und ein Like da. Ach, Digga, bin ich dumm. Ich meine, ein Daumen und ein Abo. Schaut hier lieben gerne auf Sophias Kanal vorbei. Da geht es jetzt weiter in der Premiere. Wir sehen uns nächste Woche wieder im nächsten Video. Das wird aus Köln folgen. Bis dahin, over and out. Ciao.